Ja, wir fangen an mit der Pressekonferenz. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Europapokalspiel. Die Gruppenphase hat begonnen für den SC Magdeburg, sowie auch für unsere Gäste aus Dänemark. Endstand vor 3.481 Zuschauern, 25:19 zur Halbzeit, 12:9. Erfolgreichster Werfer auf Seiten des SC Magdeburg, Robert Weber mit 6 Toren, sowie Nemanja Zelenovic mit 5 Treffern auf Seiten der Gäste. 4 Treffer durch Martin Larsen und sowie diverse Spieler mit jeweils 3 Treffern. Wir begrüßen recht herzlich auf Seiten von Aalborg den Trainer Jesper Jensen sowie den Torhüter Andreas Palitschka, den wir ja noch aus Kieler Zeiten kennen, und bitten zunächst vom Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Ja, wie war es ja? Bewusst, dass es war ein schwieriger Match werden will, aber wir haben nicht viele Ressourcen im Moment und dafür versuchten wir alles mitzubringen, aber es war schwierig und wir können nicht etwas sagen zu dem Magdeburg-Sieg und wir wünschen ein gutes Spiel und wir hoffen, dass wir in Dänemark gegen Magdeburg gewinnen können. Dankeschön, Jesper. Ja, dann Bennett, deine Einschätzung zum Spiel? Danke erstmal, Jesper. Auf Deutsch? Sehr gutes Deutsch. Ja, danke dafür. Für uns war das heute auch kein einfaches Spiel, gerade mit dieser Vorgeschichte am Leipzig. Wir hatten das, glaube ich, auch alle noch im Mark. Umso stolzer bin ich auf meine Mannschaft, wie wir das gelöst haben. Ich möchte das auch nicht schönreden. Ich glaube, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir können bestimmt auch noch besser spielen und noch mehr machen. Aber aus der Situation vom Mittwoch heraus bin ich damit mehr als zufrieden. Wir brauchten einfach einen positiven Moment für uns, für die nächsten Wochen vor allen Dingen, für unseren Kopf, für mentale Stärke. Ich hoffe, dass wir heute aus diesem Sieg etwas mitnehmen können, was uns durch die nächsten englischen Wochen vielleicht etwas tragen kann oder etwas positiver stimmt. Trotzdem bleibe ich dabei, das habe ich auch gerade in der Kabine nochmals wiederholt. Wir können das, was am Mittwoch passiert ist, nicht wieder gut machen. Ja, aber wir versuchen uns zu rehabilitieren und wir versuchen viele Dinge besser zu machen und haben heute den ersten richtigen Schritt in die hoffentlich richtige Richtung gemacht. Dankeschön. Danke, Bennett. Ja, wie gesagt, Torhüter Andreas Palitschka ist da. Kurz nochmal deine Eindrücke zum Spiel heute. Ja, erstmal Glückwunsch an Bennett und das Team von SM. Die waren heute klar besser als wir. Als Jesper gesagt habe, kämpfen wir momentan mit vielen Verletzten und konnten fast nicht 7 Spieler auf dem Feld heute hinstellen. Aber trotzdem haben wir gut gekämpft und konnten ja, 30, 35 Minuten mitspielen. Und SM, das Team von SM war einfach besser heute und als ich zu Bennett vorher gesagt habe, so, wir spielen nochmal ein Spiel und dann hoffe ich, dass wir volle Mannschaft dabei haben und dann hoffe ich wirklich, dass wir ein bisschen länger mitkämpfen können. So, danke. Danke, Andreas. Von Seiten der SM-Mannschaft ist heute Yves Grafenhorst mit zur Pressekonferenz gekommen. Schilder kurz deine Eindrücke von diesem Spiel. Ja, also am Anfang waren wir erstmal super eingestellt von unserem Trainer auf das Spiel. Wir konnten eigentlich gut vorhersehen, was kommt und in unserer Abwehr standen wir eigentlich über die 60 Minuten sehr kompakt und haben uns gegenseitig geholfen und ich glaube, das ist auch für unser Selbstvertrauen wichtig, dass wir so ein Spiel auch mal über die Abwehr halt zulassen können, wenn du vorne halt auch mal die ein oder andere Chance vergibst, dass du dir den hinten in der Abwehr halt einfach mal wiederholen kannst. Und dieses Gefühl haben wir uns heute auf jeden Fall geholt und deshalb sind wir alle froh nach dem Spiel. Ich glaube, das haben wir gebraucht, dass unsere Brust wieder ein bisschen anschwillt und wir mit erhobenem Kopf jetzt wieder am Mittwoch das nächste Spiel angehen können. Das heißt also jetzt regenerieren und Fokus ab morgen auf Hannover. Danke, Yves. Gibt es Fragen an die Anwesenden?
Rudi, bitte. Mit Mikrofon. Wir haben trotzdem unsere... Ja, Jens, wie sehen Sie denn die Situation insgesamt in der Gruppe mit den Rumänen und den Spaniern und Ihnen beiden? Ja, diese Vormittag, wir haben den Spiel gegen, gegen Bukarest und Granollers gesehen. Und es war ein sehr merkwürdiges Spiel. Granollers führt mit 10 oder 11 Tore. Und dann haben sie verloren. Aber die meisten hat geglaubt, dass wir in SCM verloren will und dafür ist die Gruppe immer wieder oben. Aber wir hoffen, dass wir unsere Heimspiele gewinnen kann und hoffentlich auch in Granollers und Bukarest gewinnen. Und das will uns 10 Punkte geben und das glaube ich genug werden. Und dafür hoffen wir immer wieder weiter zu spielen, wenn die Gruppenspiel ist fertig. Danke. Ja, wie gesagt, das Spiel in Granollers gewann die Mannschaft aus Rumänien, Bukarest. Hast du eine Frage, Rudi? Nicht? Dann bist du fertig mit 29-28. Das ist soweit schon mal noch das bekannte Resultat aus dieser Europapokalrunde. Für uns geht es dann weiter am kommenden Mittwoch in Hannover. Danach geht es dann Richtung Rumänien gegen Bukarest, also schon das Spitzenspiel in dieser Gruppe. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Aufmerksamsein und wir sehen uns dann wieder am 24. Februar um 19 Uhr dann das Spiel gegen den TuS N Lübbecke hier in der GTEC Arena. Bis dahin, Dankeschön.